Willkommen bei einem neuen Video von uns und jetzt geht's richtig los. Jetzt wird's ernst und wir zeigen jetzt euch mal, was wir alles gekauft haben für die zweite Batterie. Jede Menge Kabel. Zweimal dickeres Kabel für an die Starterbatterie. Ganz viel kleines Kabel für die Verbraucher. Einmal Solarkabel. Das nächste essentielle Teil ist der Smart Solar. Wir haben den von Victron, den 100 auf 20 Ampere. Der ist dann dafür zuständig, dass die Power vom Solarpanel auf die Batterie geht. Noch wichtiger als das Smart Solar ist natürlich der Ladebooster. Wir haben auch wieder von Victron den Orion TR Smart für 30 Ampere. Und der ist dafür zuständig, dass während der Fahrt die Batterie geladen wird. Das ist unser Wechselrichter. Das ist ein 1000 Watt Wechselrichter. Das nächste Teil ist der Standby-Lader und den verwenden wir einfach, um, falls unsere Starterbatterie mal ein bisschen leer sein sollte, dass wir den Strom zurückführen können von der Zusatzbatterie in die Starterbatterie. Was das ist? Keine Ahnung. Ah ja, das sind Verteilerschienen. Die braucht man, um die Kabel zu verteilen. Keine Ahnung, also unser Elektriker, der wird uns dann noch mal genau erklären, für was wir die brauchen. Das haben wir einmal und noch mal. Wahrscheinlich einmal für Plus und einmal für Minus. Darum sind wahrscheinlich der eine schwarz und der andere rot. Hier ist der Sicherungskasten. Was ist hier? Ah, das ist auch noch ein wichtiges Teil. Das ist wieder von Victron, das ist ein Smart Shunt. Und so wie ich das verstanden habe, verbindet er alle Geräte zusammen. Und dann kann man ganz genau per App ablesen, was wie viel Strom zieht und wie viel Strom reingeführt wird. Das ist irgendwie so ein Kombi-Tool, das zwischen den Geräten, mit allen Geräten zusammen kommuniziert. Hier ist noch ein Trennschalter. Hier haben wir noch zwei Sicherungen, Hochleistungssicherungen, keine Ahnung, einmal 50 Ampere, einmal 100 Ampere. Der Elektriker wird schon wissen, wofür, keine Ahnung. Und jetzt haben wir noch die ganzen Verbraucherdosen. Und hier haben wir ein Kombi zwischen USB-C und USB. Die nächsten Verbraucher, die wir haben, sind normale Zigarettenanzünder, 12 Volt, davon haben wir auch 3 Stück. 1, 2, 3, ja, 3 Stück. Und zu guter Letzt haben wir hier noch zwei Schweizer Steckdosen, 230 Volt für den Wechselrichter. Zu guter Letzt das Wichtigste, das Herzstück, 200 Amperestunden Lithium-Batterie. Das sind total irgendwie 2600 Wattstunden und das sollte uns jetzt zusammen mit unserer Akkubox reichen. Wir hoffen es mal. Und jetzt geht es weiter mit dem Einbau und wir zeigen euch gleich, wie weit wir sind und wie wir weiter vorgehen. So.
So, Status Quo, das haben wir bis jetzt gemacht. Wir haben auf jeden Fall das Brett noch fixer montiert. Wir haben hier einen dicken Winkel rangeschraubt mit einer Stütze. Einfach damit das Brett sicher sitzt. Die Batterie wiegt irgendwie über 20 Kilo, das muss richtig fest sitzen. Das gleiche haben wir auch noch auf der anderen Seite gemacht. Dann die Batterie selber sind mit Kantenwinkel fixiert auf beiden Seiten und hinten mit normalen Winkeln, die aber noch mit der Batterie zusätzlich verschraubt sind, damit auch nach oben nichts kann. Also jetzt geht nichts mehr auf keine Seite und auch Offroad soll die dann fix halten. Wird langsam. Sicherungskasten sitzt. Der sitzt auch. Smart Shunt kommt dort. Der ist ja schon fest. Der ist schon fest, ja. Und jetzt kommen der Ladebooster und das Smart Solar kommt jetzt ans Brett. Zum Glück haben wir Mario. Wir haben beide keine Ahnung von Elektrik. Ist nicht schlimm. Reicht ja, wenn einer die Ahnung hat, oder? Eine arbeitet, quasi ist das ja auch nach Anweisung arbeiten. Ich frage euch ja, wie ihr es haben wollt und ich führe einfach nur die Tätigkeit aus. Und schaut mal die Batterie. Die hört einfach bündig auf mit der Grundplatte. Ja. Als hätten wir es so abgemessen. Sicherungskasten ist montiert, Wechselrichter ist montiert, Batterie ist montiert, Plus- und Minusschiene sind montiert, Smart Solar montiert, Standby-Lader montiert und der Wechselrichter ist auch montiert. Jetzt gibt es erstmal Mittagspause, wir haben Hunger und danach wird erstmal verkabelt und ganz am Schluss müssen wir hier die Panels noch runter machen, damit wir am Endeffekt da zur Batterie kommen. Hier kommen dann unsere ganzen USB-Dosen und Steckdosen hin und dafür bereite ich jetzt mal das Brett vor, während Mario verkabelt. Wie das ganz genau verkabelt wird, das können wir auch ja, kurz mal einblenden auf dem Schaltplan. Brett ist mal vorbereitet und das kommt dann dahin, die ganzen Buchsen, Steckdose, 12 Volt, USB, weiß der Teufel was, das kommt dann alles hier hin. Natürlich machen wir das Brett dann noch schön, überziehen das noch mit Stoff oder bemalen es, das wissen wir nicht mehr ganz. Ja, das schauen wir dann danach, weil hier müssen wir eigentlich die Zeit nutzen, damit die ganze Elektronik fertig wird. Drei Dosen drin. Es regnet mittlerweile. Markise ist wieder draußen.
Ich habe es geschafft jetzt mittlerweile mit dem Panel hier. Das ist alles gelöst und ich bin jetzt hier an dem Panel. Mario hat schon die ersten Minuspole verbunden und er arbeitet sich jetzt mal den Minuskanal entlang. Wir sind durch für heute. Wir haben viel geschafft. Hinten sieht es mittlerweile richtig gut aus. Morgen macht sich Mario an den Pluskanal dran. Meine Aufgabe morgen ist dann Plus- und Minuskabel von der Starterbatterie, welche hier unter dem Beifahrersitz ist, nach hinten zu führen durch die ganzen Panels. Viel geschafft, wir sind auch geschafft und morgen geht's weiter im Teil 2. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, auf jeden Fall abonnieren klicken, bis im nächsten Teil.